Schwager, Schwager. So, willkommen, meine lieben Freunde, willkommen bei Dark Souls Streaming Live, auch auf YouTube ein Off. Das ist die offizielle Ansage. Ich begrüße euch bei einer neuen coolen Runde Dark Souls. Heute sind wir nicht alleine, nein, heute habe ich euch wie immer dabei. Nein, ich habe diesmal als kooperative Partner, habe ich, ja, kooperative Partner, ja, heute als Gäste eingeladen. Na, stellt euch nochmal vor, wer ist denn heute da? Warman ist da und so ein Bläh Man, der keine Ahnung hat, was er hier macht. Also, weil sich Da beide werden nicht Bäume häufig. invasiert und alle tötet. Also, weil sich beide nicht ordentlich vorstellen können, weil sie sich hinkriegen. Wir haben einmal mit dabei Ignas 1.5 und wir haben einmal mit dabei Big Halo Freak. Und die beiden sind Ich heute mit töte euch dabei. alle! Und ja, eine Person ist hier besonders davon überzeugt. Der Ignas 1.5, das ist die Person, die 10 Dionysos ist. Habt ihr schon mal einen alten Let's Play 10 gesehen und außerdem hat er Dionysos. schon mehrere Male versucht, uns zu invaden. Leider erfolglos, wie er findet. Aber das kriegt er bestimmt auch einfach noch hin. So, als erstes, was wir machen wollen, ist erstmal uns aufleveln. Wir wollen unsere Stärke noch ein bisschen ausbauen. Mit Am wer besten noch heftig. den das Bild beim Stream zeigen lassen, weil da ist immer noch dein Ding ins Bild drin. Ja, das können wir natürlich machen. So, da sind wir da. Gut, Nein, wir nein, mach für immer das Testbild. Nein. Nur erzähl, was du machst. Und jetzt fangen wir an, uns aufzuleveln. Erzähl, was du machst, immer erzählen, immer definieren, alles. Erzählen, erzählen. Immer definieren, immer, Mann. immer, oh yeah. So, wir werden weiterhin auf Stärke gehen, warum auch immer. Ich habe mich ja dazu entschieden, dass wir einfach nur auf Stärke gehen, derbe Kloppungswaffen uns holen. Immer schwanger. Und dementsprechend werden wir auch weiter darauf bauen. Bis wir so stark sind, dass wir alles tragen können. So, ein paar Lebenspunkte mehr, ein bisschen mehr Muskelstärke und schon sind wir noch stärker als jemals zuvor. Ich würde nur mal überlegen, welche Waffe ich mir denn nachher aufleveln möchte. Habt ihr da irgendwelche Ideen, meine lieben Zuschauer, was ich mir denn nachher am besten hole? Ich könnte natürlich auch die Dragon King Great Axe könnte ich mir machen, aber. Ob, kann ich die überhaupt schon in einer. Kann ich die überhaupt schon in zwei Händen halten? Funktioniert das? Das ist einfach eine gute Frage. Ich kann es ja mal versuchen eigentlich, ne? Cannot hold in one hand. Aber wenn ich so zu zweit halte, dann geht sie, okay. In zwei Händen halten kann ich sie. Das ist schon mal sehr viel wert. Da kann ich kloppen! Und kloppen! Und kloppen, okay. Zum Megaprügeln. Ja, zum Megaprügeln. Dafür ist sie gedacht. Gut, was wir jetzt machen wollen ist, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich will darauf bauen, dass ich möglichst schnell zu dem DLC komme. Dafür müssen wir noch Ornstein und Smaufk umbringen. Fragt euch, wenn ihr fragt, wo das F herkommt, ich weiß es auch noch nicht. Aber das F ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist immer da Und eine gewesen. Chaos-Klinge beim Riesenschie. Eine Jetzt bist du schon Chaos-Klinge. bei der Brücke. Auch wenn das keine Stärke ist. Warum nicht? Holt ihr einen Keks und will Alex. Hä? Aber wieso soll ich mir nicht die Chaos-Klinge holen? Jetzt müssen wir das mal erzählen. Giant Hammer, oh Gott. Ja, ich werde mal überlegen. Also, er sagt Zweihänder oder das Claymore. Zweihander heißt er, wenn schon. Zweihander! Deutsch! Wieso ist er so groß? Wieso sind die so groß und können mich hauen? Ah, wow, Mann, das ist ja echt fair jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich mit dieser Axt hier herumlaufe. Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Naja. Spießen, denkt er sich nur. Ja, yeah, wir sind groß und stark. Weiß noch nicht mal, wie ich hier auch dann ein von den beiden rankommen soll. Ich finde es schwer, gegen zwei von denen zu kämpfen gleichzeitig. Egal, ob ich jetzt, was für eine Waffe ich dabei habe. Nur einen rauszuglitschen. Geht ja nicht. Zweihander. Zweihander. Zwei. Ich bin zu dumm, dass man, selbst wenn man ausweicht, man nicht ausweicht. Man weicht einfach nicht aus. Da kann ich gleich schon mal zurückgehen und mir neue Festungsflakone holen. Mal sehen, wie wir gleich alles als Unterstützung dabei haben. Das werden wir uns gleich mal angucken. Und das wird bestimmt super witzig werden, alles. Mit coolen anderen Leuten und dann. Okay. Ich hab gerade mal. Grad das Nein, bitte nicht herumrülpsen. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Coolen anderen Leuten und dann. Ich weiß doch nicht, wo ich gerade mein Feuer jetzt nicht aktivieren kann. Es ist doch gar niemand in der Nähe. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder folgen mir die noch? Ach so, jetzt geht es an. Ja, das macht natürlich Sinn. Es geht an, wenn ich weggehe. Er schießt am meisten auf. So. Töte die Frau. Ja, das bringt mir nichts. Ich finde deutschen Namen, japanischen oder englischen Spiel nice. Ich finde nice in der deutschen Sprache scheiße. Aber naja, muss ich einfach mal sagen.
jetzt allgemein. Es gibt so bestimmte Wörter, die benutzt man dann aus dem Englischen und Deutsch, obwohl man dasselbe Wort in derselben Länge sagen könnte. Ich finde deutsche, ich finde Spiele gut oder ich finde deutsche Wörter nett. Nett. Was ist denn nett so schlimm? Nice. Ich find's richtig nice. Ich kann Englisch. So, das ist so, nix gegen dich, Phoenix, aber das ist einfach so Sachen, die finde ich richtig dumm. Da muss ich einfach mal ganz direkt sagen. Oh Gott, viele Beschwörungszeichen wurden hier schon gesetzt. So, aber es ist der Golem, der macht. Wir werden sehen. Tokeln will eingeladen werden mit seiner heiligen Sackkarre wieder auf dem Kopf. Gag. Jemand wird echt damit gerufen. Yeah! Okay, ich kann hier nicht mehr durchgehen, ne? Okay, gut, dann ist nicht, ich dafür schon mal sicher. Tokeln wird mir bestimmt helfen. Und ich weiß nicht, was du vorhast. Ignas115, ey, ich hoffe, dass du nicht gleich kommst, um mich zu töten. Nein, natürlich nicht. Tokeln has returned home. Gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber ich werde dich kloppen! Oh ja. Und kloppen! Ja, der wird richtig gekloppt von mir. Ready ist richtig, oh shit, denkt sich der Golem gerade. Ah, ich habe ihm den Schwanz abgehauen. Ja! Er ist so fuck! Ich habe richtig abgehackt. Leute, spammt nicht eure Dinger jetzt wieder überall hin. Ich merke, dass ich jetzt schon wieder richtig durchdreht. So, wer ist denn da? Also ein Zeichen, das ich nicht nähen kann und Tokeln ist er wieder. Das war bewusst, ja. Also wolltest du mich bewusst provozieren, oder wie? Na, das war... St. Dionysos returned home. Was zur Hölle? Ich habe gehört, dass sie beschwören wollte. Na, warum? Er war schon immer da. Lukas, obwohl er gar nicht da ist. Has returned home, okay. Warum auch immer. Oh, also gut, wie gesagt... Ich halt wieder home. Gut, also ich, wie gesagt, kann nicht auf euch warten. Ich ziehe dann auch nach... Warte mal, wer hat das Zeichen dahin gemacht? Ich will auch mit. Summoning Phantom. Irgendjemand ist jetzt dazugekommen. Ja, Tokeln bleibt jetzt hoffentlich auch diesmal da. Ja, er ist diesmal wirklich gesummoned. Also wir werden in demnächst... Da werde ich aber nochmal ein neues Ankündigungsvideo machen, falls es soweit kommt. Werden wir wohl nochmal darauf zurückgreifen, dass ihr... Könnte da mal jemand... Alex, könntest du mal nachgucken, welche Version da momentan draußen ist von diesem Cooperative Fix? Ob das schon wieder neu rausgekommen ist? Für Dark Souls? Ja. Da, oh. Das ist dein... Also, du kannst es ja mit dem Video angleichen von mir, dass du da mal nachguckst. Wer ist denn noch? Phoenix FMH. Okay, den beschwöre ich auch nochmal. Warum nicht? Gag. Ah, ganz schlimmer Moment zum Gag. So, da müssen wir hier langlaufen. Yeah, ich finde das hier immer ganz schlimm, weil hier die Kamera manchmal so dazu neigt zu zucken. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. So, oh shit, oh shit. Und gejumpt. So, Phoenix ist auch dabei. Haben wir auch wieder in unserem Team. So, jetzt kommt. Oh nein, der Ninja! So, nein, ich war so ein guter Ninja. Oh, okay. Da ist noch ja. Oh Gott, die Token so drauf zugespinnt kommt. So, oh yeah, oh yeah. Das war nicht sehr gut. Ey, mit der Drachenaxt mach ich gerade alle tot, ey. Alle. Alle sterben gerade, glaube ich. Also, ich spiele hier alle die Leiter hoch. Peinlich von den Balken, doch ich falle hoffentlich richtig oft runter. Ich sehe da schon kommen. Ach, ich lass euch mal vorgehen, weil ich habe keine Fernkampfwaffen. Okay, macht mal tot da oben. Ja, auf zu kloppen, Tokeln, geh nach oben. Danke. Der Ninja. So, tötet mal die Ninjas. So, okay. Ja, also ich lass meine lieben Gefolge vorgehen, damit sie die Ninjas töten, die da hinten auf uns warten. Das ist sehr wichtig, weil ich kann dagegen nichts tun. Weil ich habe nur eine dumme Axt. So, aber es sieht ganz gut aus. Phoenix und Tokeln verteilen sich sehr gut auf diesen Balken und sie nehmen zwei Fronten vor und kloppen alles tot. Yeah! Sie kloppen alles tot. Yeah! Und eine schießt, der eine schießt, der andere kämpft. Oh wow, ihr seid echt gut verteilt. Der eine schießt, der andere kämpft. Ah, deine Assassine ist, oh shit, ist runtergefallen. Das war zu dramatisch für ihn gewesen, das Ganze hier. Was macht der andere Assassine da hinten auf? Ich habe noch nie gesehen, dass der Assassine die Leiter da... Was macht der da unten? Wie ist er da ganz runtergekommen? Er hat sich durch die Leiter durchgeglitscht ins ganz untere Geschoss. Ja, super. Das habe ich auch noch nicht gesehen. In diesem Spiel gehen sehr merkwürdige Dinge vor, will ich halt ja schon nochmal sagen. Oh, irgendjemand ist da gerade in den Tod gefallen, glaube ich. Oder? Habe ich mir das gerade eingebildet? Irgendjemand ist doch gerade runtergefallen. Ja, der Phoenix ist runtergefallen. Der Controller. Oh Gott, ist der Ninja wieder. Nein, Ninja, das ist ein Vergehen. Okay, anscheinend nicht. Oh, du hast dich voll aufgeschmissen. Oh, so, oh, shit. Der Controller. Mann, du lebst immer noch. Er lebt gar nicht. Er ist jetzt umgekippt, okay. Ich dachte, er ist, ey. Okay, da ist die nächste Nebelwand. Da kann ich einfach cool durchgehen. Cool. Aber nee, es gibt keine neue Version anscheinend. Ja, okay, gut. Ein bisschen nachgeschaut. Alles klar. Na, dann ist das schon mal gut gewesen. Also, wenigstens up to date, weil manchmal hat das Ding ja doch noch ein paar Macken.
Das ist ein bisschen schade, aber was immer mache ich, muss das hier drücken. Muskel! Version 1.2. Okay, sehr gut. Das hast du sehr deutlich gesagt. Ich schätze mal auch nicht, dass es dafür ausgelegt ist, dass so viele Leute gleichzeitig versuchen, hier raufzukommen. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich meine, so eben hat. Gut. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ist Lukas noch in der Nähe? Mir macht es eigentlich auch Angst, dass Lukas gerade nichts hat. Ich glaube, Lukas ist gar nicht da. Lukas wartet nur auf seinen Augenblick, dass er uns wieder alle vernichten kann. Ich glaube auch. Oh, ich wurde geraped vom Schwanz. Ah, okay. Das ist gut. Ah, da sauf ich erstmal was. Alter, das ist lecker, ey. Das ist okay. Ja. Na, bist du immer noch so stark? Er so, spinning moves. Ich so, nö. Oh, er so, oh shit. Nein. Ich mit meiner Axt die ganze Zeit. Auf zu kloppen und stirb. Er so, nö. Ich bin schnell. Nein, bist du nicht! Okay. Oh geil, coole Dinge bekommen. Sehen. Head. Ich könnte ja mal mir. Wieso will ich noch den Diebes-Ding jetzt auf? Der hier ist doch viel besser. Der dumme Hut hier. Ich muss doch meine Ausrüstung mal ein bisschen umändern. Ja, wieso drehst du so durch? Okay, danke. So, wir können uns ja nochmal jetzt die neue Rüstung. Wir können uns mal die ganze Goldhand Black Cloak mal anziehen. Das sieht nicht nur schick aus, sondern es ist auch besser als der meiste Kram, den ich hier habe. Wir sind die meisten belangen. Dementsprechend werden wir uns ein bisschen umziehen. Ich hoffe, dass die dann immer noch schnell laufen kann. So. Ja, ist alles noch wie vorher. Gut, damit kann ich leben. Ich bin der schwarze Man. Ich werde vernichten, was sich mir in den Weg stellt. Ich wurde vom Schwanz vergewaltigt. Das ist richtig Exo-Power. Das ist wirklich passiert. Muffin Cornet ist online. Und Heinz Zaufen der Vieh ist auch da. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Na gut. Ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist. Marze, wo bist du gerade? Ich guck doch. Da ist er wieder. Ich bin vor dem Tor der Riesen, wo zwei coole Soldaten stehen. Und okay, auf einmal kommt der andere, trifft mich mit dem Mini-Mini-Ende. Mit dem Mini-Mini-Ende hat er mich getroffen. Mit dem Mini-Ende? Ja. Okay, da ist ein Soldat. Nein! Ich habe ihn derbe gekloppt, aber ich habe ihn auch getroffen. Oh Gott, ey. Wieso hat er das auf mich abgesehen? Gibt's gar keinen Grund für. Okay, jetzt aber. Ah ja, du hast richtig gekloppt, ey. Yeah! Na, großer Typi. Au, okay. Große Typis sind echt groß. Will ich nochmal sagen. Oh, sie treffen einen immer. Es ist unglaublich. Kannst machen, was du willst. Sie treffen dich. Okay, aber der große Typi rechnet nicht mit meinem Angriff. Yeah! Na, das war so cool. Okay, aber ja, wir sind zu zweit und haben unendlich viel Grad Reichweite. Ja, es ist echt unglaublich. Es ist wirklich 300 Millionen Grad. Ist unfassbar nervig. So, ja, wo hat jemand sein Beschwörungszeichen? Ja, jemand hat sein Beschwörungszeichen hier hingelegt und es ist wieder verschwunden. Ich find's gut, wie man damit schlägt, wenn man nicht schlagen kann. Okay. Sachen, mit denen man nicht schlagen kann, finde ich witzig. Ja. Ich bin schlecht. Schubst, wer versucht, den dicken Typen runterzuschmeißen. Ah. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, mein Freund Tokel. Okay. Tokeln ist echt zur Zeit der meistaktivste schon seit Schandstadt. Ist er echt immer an meiner Seite. Und er ist echt der so leer mit dem Sandsack auf dem Kopf, ey. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Ja! So. Kommt der nächste. Oh, kommt der nächste! Ey, ich mach sie mit Einschlag zu tot, ey. Naja, wenn sie halbe Energie haben, mach ich sie mit Einschlag tot. Kloppy! Okay, er ist auch nein! So, jetzt kommt die schwerste Stelle. Tokeln, du gehst mal bitte vor. Du kümmerst dich jetzt mal bitte um die blöden Verrückten, die da jetzt gleich kommen. Alles andere ist unmöglich. Da ist ein Beschwörungszeichen. Aber es ist so ein Phönix. Da werden wir ihn auch noch an unsere Seite rufen. Gää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 ä
Ja, ist er tot? Oh fuck! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Was ist das denn? Dragon Slayer Arrow nehme ich nochmal mit. Okay, tschüss! Danke, Tokeln, das hast du sehr gut gemacht. Oh Gott, ey, das war knapp. Oh mein Gott. Sniper-Männer, die einen immer nur snipen. Ja. Okay, wir gehen hier durch, Token. Wir gehen hier durch. Yeah. I can't take this. Ja. Hier gehen die ersten Skelette. Der wahre Man ist hier. Wieso willst du ihn töten? Es ist du, ist der Betrüger. Was? Oh mein Gott, ey. So. Ja, schließ ihn auf. Von mir aus. Ich kann schon wieder das Feuer nicht entzünden, weil irgendwas ist. Wissen doch gerne, was ist. Versucht wieder jemand in meine Welt zu kommen. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wer das sein könnte. So, da ist ein Cheese Animal, will an meiner Seite kämpfen. Okay, Cheese Animal, dann hilf mir. Auch wenn du keiner aus meinem Team bist. Erstmal muss ich den Ritterman umbringen. Na, Ritterman, wo hast du mal gekloppt? Also, oh shit, ich habe ihn mit einem Schlag umgebracht, ey. Dragon ist mich richtig stark, ne? So, kann ich jetzt endlich das Feuer entzünden? Nein, du kannst es doch nicht entzünden, wenn Phantom dein Verbündeter da ist, oder? Ja, stimmt ja. Okay, Token. Leider tut es mir leid, aber ich muss dich verbannen. Oh shit, denkt er sich. Okay. Speckstein. Speckstein, ey. So, es geht immer noch nicht. Das ist nicht gut. Okay. Schieß Animal. Gott, der war doch eben noch woanders. Wer ist denn noch hier? Lukas? Oh Mann. Summoning failed, okay. Weiß auch nicht, warum es gefailed hat und wo, aber ich klopp dir in deinen Knie. Okay, der ist tot. Bringt immer was, ey. Voll gut die blöde Drachenaxt. Hilft mir richtig gut. Silver Knight Spear habe ich erhalten. Ist der gut? So ein Silver Knight Spear. Ich finde allgemein, die Silverlight-Sachen sind richtig gut. Die Waffen. Okay. Sind ja nur das Silberschwert und Silver Sword. Straight Sword und das Silber Spear finde ich ziemlich gut. Ich kann immer noch nicht das Leuchtfeuer aktivieren. Oh, wer ist hier? Jesus 616 will mir helfen. Und Phoenix FMH. Jesus 616 ist ziemlich cool, glaube ich. Und wer ist hier hinten? Wer versteckt sich hier ganz hinten? Cheese Animal? Nein. Wer ist hier für Typen? Jesus 616, hier ist noch jemand. Ich glaube, das ist Muffin Corner, der jetzt noch steht, ne? Dead Kingsley. Ich werde dir auch helfen, Matze. Ja, das glaube ich dir, dass du das tun wirst. Ja, geht's schon los. So, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Bin ich mit. Ich warte eigentlich auf jemanden aus meinem Team, aber. Ja, ich komme auch schon. Fetter Flunky will mir auch helfen. Fetter Flunky? Ja. Komfort? Nein. Ich warte einfach mal kurz auf. Also ich will nicht zu unseren Smofk ohne euch gehen. Das ist so schwer. Also besser schön, alle anderen gehen noch auf die Wirklichkeit. Also das ist, also der Silberspeer ist der beste für Stärkebild. Ja, das wäre ja super für mich da. Ist der wirklich so gut? Nö, der ist doch gar nicht auf Stärke. Der ist Silber, nein, oder habe ich jetzt irgendwas überlesen? Also können sie auch nicht so machen, bla 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 bla. Also besser Speer viel stärker, der andere geht noch mehr auf Beweglichkeit. Ja, okay, ja gut, also. Naja, das ist ja der Speer. Ja, Speer, das ist ja trotzdem mehr Beweglichkeit, ja. Und wir nachher, was brauchen wir nachher für das Schwert? Für, ich will ja von Ziff das Artoria-Schwert nachhaben und ich hätte die Rüstung von Artorias aus dem DLC. Also, das wird eine abenteuerliche Reise, die wir haben. Ja gut, wenn niemand, ich beschwöre jetzt einfach irgendjemanden hier, nämlich Jirun jetzt, der verschwindet, okay. Aber wieso kann ich das Leuchtfeuer nicht entzünden? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Hier mal kurz raus und rein, ey. Wenn ich das entzünden kann. Das gibt's doch nicht. So. Lukas. Ich glaube nicht, dass Lukas daran schuld ist. Meine Präsenz. Seine Präsenz ist einfach da. Die Präsenz. Die Abkürzung bei der Treppe, ja, da durchspringen meinst du ja, das kann ich machen. Das werde ich wahrscheinlich tun, aber. Ah, nee, ich will eigentlich den dicken Kerl noch treffen, also nehme ich sie nicht. Den dicken Kerl? Den dicken Kerl will ich treffen. Also, bist du immer noch in dem dummen Raum? Ich gehe da jetzt wieder rein, ja. Okay. Ich will jetzt liebst einfach mal das Leuchtfeuer zu. Danke.
Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Es ging einfach nicht. Aber ich will es noch super erzählen, dass ich mehr Flakone kriege. Yeah. Okay. Ist aus mir wert. Telepathische Kräfte. Ja! Feuer! So, okay, was haben wir hier? Wir haben SC.